Ja, besser mal. Ja, wie gesagt, ich hatte beim letzten Kampf hinten raus noch zu viel Luft, also ich hätte noch schlagen können, also ich hätte mehr schlagen können. Und will ich jetzt am Samstag auch machen. Das ist alles? Ja, mit Reich. Okay. Ich will den Druck hier jetzt nicht auf Tyron nochmal erhöhen, aber wir sind ja in Not hier von Zukunftsgesichter. Zukunftsgesichter auch mit ein bisschen Gold um die Hüfte. Ja, also das ist schon ein Riesenabend fürs deutsche Boxen am Samstag. Ja. Viele haben vom Jürgenskampf gesagt, ja, der TV-Vertrag ist abhängig vom Kampf und so weiter und so weiter. Natürlich ist es natürlich schön für uns, den Kampf so schön zu promoten. Aber am Ende wird Jürgen der Erste sein, dass er mir zustimmt. Die Zukunft über die nächsten 10 Jahre werden nicht von einem Klitschko, Bremer, Abraham oder einem Sturm. Es wird über die neuen Gesichter stattfinden. Und da ist Tyron einfach in einer Position am Samstag mit viel Verantwortung für uns alle, ob man Journalist ist, ob man TV-Sender ist, ob man Trainer ist, ob man Manager ist, ob man Promoter ist, ob man Fan ist und Boxen sehen will. Ja, das ist am Samstag für mich, da geht's um die Wurst. Ja, das darf man nicht unterschätzen, weil klar, wir können da weitermachen, Bremer, Abraham, WM-Kampf hier, WM-Kampf da, aber das ist ja keine langfristige Lösung, das wissen wir doch alle. Ja. Und da sehe ich, dass Samstag fürs deutsche Boxen, das ist eine Nummer.